CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wir alle, wie wir hier sitzen, erreichen uns nahezu täglich Schreiben von Menschen, die die Verbeitragung von Einkünften aus der betrieblichen Altersversorgung für die Krankenversicherung beklagen und als ungerecht anprangern. Bürger berichten, sie haben bei der Einzahlung nur einen geringfügigen Steuervorteil gehabt. Gleichzeitig habe ich als freiwilliger Versicherter den Maximalbeitrag bei der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Und sein Fazit: hätte ich das eingezahlte Kapital voll versteuert und ein sicheres Kopfkissen gelegt, dann hätte ich jetzt einen deutlich höheren Betrag zur Verfügung. All diese Themen und all diese Argumentationsschienen kennen wir. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich kann die betroffenen Menschen mit Sicherheit verstehen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass der damalige Zustand ein anderer war. Und auf Einmalzahlungen mussten zum Beispiel keine Beiträge gezahlt werden, während monatliche Bezüge beitragspflichtig waren. Dieses Missverhältnis war ungerecht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das gehört einfach auch zur Wahrheit dazu. Und dass es für die Bürger natürlich letztendlich irrelevant ist, ob sie wegen höheren Steuern oder höheren Sozialversicherungsbeiträgen weniger zur Verfügung haben, ist ihnen mit Sicherheit egal. Leider gilt zu Zeiten auch von dauerhaft niedrigen Zinsen auch für andere Rentensparer, dass sie unter Umständen geringere Gewinne erwirtschaften, als sie beim Abschluss ihrer Ansparungsformen erwarten konnten. Und das ist für die Betroffenen natürlich weder tröstlich noch gerecht, noch soll es als politische Ausrede erhalten, aber es ist halt so. Es stimmt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir die Bürger dazu ermuntern wollen, privat und betrieblich für ihren Lebensabend vorzusorgen, müssen wir auch die entsprechenden Rahmenbedingungen so gestalten, dass die betriebliche Altersvorsorge und die private Vorsorge attraktiver werden. Hier sind wir beieinander. Und gleichzeitig kann dieses Ziel nicht auf dem Rücken, und das möchte ich schon auch betonen, der heutigen und zukünftigen Beitragszahler der Krankenversicherung erreicht werden. Wir brauchen also klare Verhältnisse, in denen die Ausgaben der Krankenversicherung für Renten in einem einigermaßen vernünftigen Verhältnis zu deren Beitragszahlungen stehen. Deshalb ist eine schwerwiegende Änderung der Gesetzeslage im Sinne der Bezieher von Betriebsrenten nicht realistisch, weil wir schlicht nicht auf hohe Summen natürlich der Verbeitragung von Versorgungsbezügen auch verzichten können. Dies ist eine harte und eine bittere Wahrheit, das verstehe ich auch. Doch außerdem würden sich mit eigenem Recht Bezieher anderer Einkunftsarten zu Wort melden, wenn wir jetzt etwas ändern würden, die sich dann wiederum gegenüber Beziehern von Betriebsrenten benachteiligt sehen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Linken, Sie stellen mit Ihrem Antrag deshalb in letzter Konsequenz auch, so verstehe ich es zumindest, die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung an sich in Frage. Und das, glaube ich, unterscheidet uns auch politisch. Natürlich auch immer wieder diese Forderung nach einer Bürgerversicherung auch unseres Koalitionspartners. Wir können es noch so oft behandeln und betonen, in dieser Legislatur wird es sie nicht geben, weil sie generell falsch ist. Und wir müssen, und hier sind wir uns einig, wir müssen die Rente insgesamt auf stabilere Füße stellen und ein Gleichgewicht zwischen den Generationen herstellen. Eine Rente ohne Armut und eine private und betriebliche Altersvorsorge, die an den richtigen Stellen Anreize zur Selbstverantwortung, dieses Wort dürfen wir auch nicht vergessen, schafft, ist unser Ziel und ist auch unsere politische Perspektive. Und ich glaube, das ist auch notwendig. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts verstößt die Verbeitragung von Direktversicherungen, das wurde gesagt, nicht gegen die Grundsätze von Vertrauensschutz und Verhältnismäßigkeit. Nach Ansicht der Richter war der Gesetzgeber im Jahre 2004 auch berechtigt, jüngere Krankenversicherte von der Finanzierung des höheren Aufwands für die Rentner zu entlasten und die Renten entsprechend ihrem Einkommen verstärkt zur Finanzierung heranzusehen. Soweit die rechtliche Lage bislang und auch aktuell. Vergessen wir das bitte nicht.
Diesen Aspekt sollte man auch nicht zu gering bewerten, denn es ist ja nun nicht so, dass die Belastung für die junge, arbeitende Bevölkerung durch den sogenannten Generationenvertrag in den kommenden Jahren abnehmen wird. Und ich bitte einfach darum, dieses Thema schon etwas zu versachlichen und nicht hier mit Kampfausdrücken die Menschen zu verunsichern und hier Dinge aufzustellen, die inhaltlich falsch sind und die nicht das widerspiegeln, das Sie hier gebracht haben. Wir arbeiten und es ist uns allen klar, dass wir hier für die Zukunft natürlich auch Vorschläge brauchen, dass wir das jetzige Problem, so wie Sie es wollen, nicht lösen können. Aber ich glaube, wir werden in der Bevölkerung auf Verständnis stoßen, wenn man sich diesem Thema annimmt und wenn man an Lösungen interessiert ist, aber nicht in dieser Kampfsprache. Dankeschön. Vielen Dank.